Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Honest Monday. Mein Name ist Cliff Capatas von Pixelkoma und ich habe mir gedacht, wir reden heute über eine Frage, die ich öfter bekomme und gerade so am Jahresanfang sehr relevant ist, weil viele Leute fragen sich, wie werde ich eigentlich Fotograf? Also, lasst uns drüber reden. Wie wird man eigentlich Fotograf? Eine Frage, die ich öfter kriege und die eigentlich per se keine direkte Antwort hat und wir uns überhaupt überhalten müssen, was heißt denn das? Weil wenn du einfach fotografieren möchtest, dann bitte nimm dir irgendein Gerät, das Fotos macht, vom Handy bis Kamera und mach Fotos und werd glücklich. Wenn du Fotograf werden möchtest, weil du davon leben möchtest, weil es dein Beruf sein soll, weil du es kommerziell verfolgen willst, dann gibt es ein paar Sachen, über die wir heute reden müssen, damit du erfolgreich bist und möglichst schnell erfolgreich bist, weil in unserer schnelllebigen Zeit ist es tatsächlich relativ einfach, Fotograf zu werden, wenn man ein paar Dinge berücksichtigt. Wenn du Fotograf werden willst, gibt es halt ein Ding, das du brauchst, nämlich eine Kamera. Du wirst nicht drum herum kommen, in irgendeiner Form eine Kamera zu besitzen. Natürlich wollen wir alle die beste und tollste und coolste Kamera und die meisten Objektive und weiß ich was alles, aber ganz ehrlich, für den Anfang und je nachdem, was du fotografieren möchtest, reicht irgendeine 0815 Kamera aus. Du solltest in der Lage sein, Fotos damit zu machen, du solltest ein Objektiv haben, mit dem du das, was du gerne fotografierst, gut aufnehmen kannst und das reicht schon. Du brauchst nicht 10.000 Euro in Equipment investieren. Ja, das ist schön, wenn du es hast und ja, das kommt dazu, wenn du dann weiter erfolgreich bist. Aber für einen Start reicht eine simple Kamera vollkommen aus. Und eine andere Sache, die viele Leute oft falsch verstehen, du brauchst auch nicht 10.000 Euro an Blitzequipment, du brauchst kein Studio, du brauchst eigentlich gar nichts. Wenn du einen Job an Land ziehst, der viel Equipment brauchst, dann kann man das überall mieten, man kann sich auch in Studios relativ kostengünstig einmieten und du hast keine Fixkosten, weil das ist gerade am Anfang das, was schwierig ist. Du musst dir schauen, dass du kommerziell tragbar wirst, dass du mehr Geld verdienst, als du ausgibst und je weniger Ausgaben du hast, je weniger Kosten du hast, umso besser. Also, Punkt 1, check deine Kamera, im Idealfall irgendwie eine Vollformatkamera, aber es tut eine normale Crop-Kamera auch, je nachdem, was du fotografieren möchtest und wo es hingehen soll. Wenn du eine Kamera hast, dann gibt es eine zweite Sache, die leider dazugehört oder zum Glück dazugehört, du musst Bilder machen können. Ja? Das heißt, du musst mit deiner Kamera technisch umgehen können, damit, wenn du drauf drückst, ein Bild hinten rauskommt und zwar so eins, das so ausschaut, wie du es vorgestellt hast. Das heißt, du wirst dich beschäftigen müssen, lernen müssen, mit der Kamera ganz viele Fotos machen müssen. Das zweite ist, du musst ein bisschen ein Feingefühl, ein Verständnis für Bildaufbau. Was macht ein schönes Foto? Wie ist denn so ein Foto zu gestalten? Was muss man da berücksichtigen? Ja, das gibt es alles in Studien. Da kann man mehrjährige Studien irgendwo online und auch in Universitäten oder sonst was machen. Aber in Wirklichkeit bedarf es sehr wenig. Es gibt zu fast allen Themen YouTube-Videos, Basic Camera, wie bediene ich meine Kamera XYZ, Regeln der Bildgestaltung. Es gibt Online-Kurse, die du nebenbei besuchen kannst. Und mein Lieblingsding, Learning by Doing. Einfach ausprobieren, Sachen ausprobieren, feststellen, warum wird das nicht so, wie ich es mir gerne hätte. Was muss ich anpassen, wie kann ich es ändern, warum gefällt mir dieses Bild, warum gefällt mir dieses Bild nicht. Das heißt, ihr lernt eigentlich viel mehr, wenn ihr guten Fotografen folgt, Fotografen, die ihr gerne mögt und einfach deren Bilder anschaut. Warum ist das Bild bei denen gut? Was gefällt dir daran? Was kann man dann nachbauen? Welche Ideen kann man sich da klauen? Ja, und da geht es jetzt nicht darum, ein Bild eins zu eins nachzubauen, sondern einfach anzuschauen, was haben die gemacht? Welche Bildstimmung? Welche Lichtsettings? Welche Outfits? Welche Bildgestaltung? Wo steht wer im Bild? Alles relativ einfach lernbar, aber man muss es lernen. Und das geht halt, indem man es ganz, ganz viel macht. Gut, wenn du dann mal mit deiner Kamera umgehen kannst und wenn du Bilder machen kannst, die so ausschauen, wie du sie gerne hättest, dann bist du eigentlich bereit, um auf die Kundensuche zu gehen, um dir Jobs aufzureißen. Aber eine Sache fehlt dir dann noch und zwar das sogenannte Portfolio. Du musst nämlich potenziellen Kunden zeigen können, das sind die Fotos, die ich mache, die würde ich gerne für euch machen. Und wenn ihr keine Fotos zum Herzeigen habt oder zumindest für eine bestimmte Nische nicht habt, dann wird das schwierig. Das heißt, wenn ihr zu Hause ganz viele traumhafte Fotos von eurem Hund gemacht habt, aber eigentlich Wedding-Photographer werden wolltet, dann werdet ihr mit diesen wunderbaren Hundefotos höchstwahrscheinlich kein Ehepaar davon begeistern, sondern ihr werdet Wedding-Fotos brauchen, wo ihr zeigt, ah, so schauen die Fotos aus, die du dann von uns machen wirst. Und dieses Portfolio aufbauen kann, je nachdem, welche Nische man bedienen möchte, relativ schwierig werden, weil man halt die Sachen fotografieren muss. Und hier kommt etwas, was viele nicht gerne hören und was ich normalerweise auch immer sage, tut das ja nicht, aber auch hier werdet ihr gelegentlich mal gratis arbeiten müssen. Wir sagen, ich werde deine Hochzeit begleiten, dafür darf ich deine Bilder für mein Portfolio verwenden, weil du musst irgendwie an Bilder kommen, die du herzeigen kannst. Du kannst natürlich auch Styled Wedding Shots machen und Freunde einladen, die halt ein Ehepaar spielen und deren Wedding Dress ausborgen. Ganz egal, du musst schöne, coole Fotos zum Herzeigen haben. Du brauchst nicht Unmengen, ja, du brauchst jetzt nicht 3000 Fotos, die zeigen, wie toll du bist, sondern eher weniger. Je weniger, aber desto besser, desto schöner, desto toller, desto eher wirst du Kunden finden.
Wenn du mal ein Portfolio hast, dann bist du bereit, dir Kunden zu suchen. Und dieses Kundensuchen ist ein aktiver Prozess. Ja? Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich mit meinem Fotografen-Dasein angefangen habe. Ich habe eine Webseite gebaut, ich habe alles hergerichtet, ich habe gemacht und habe mir gedacht, oh, jetzt rufen es mich alle an, ja, jetzt buchen es mich, jetzt geht's los. Und natürlich passiert das nicht. Wenn dich keiner kennt, wenn keiner weiß, was du für eine Dienstleistung hast, was du machst, wie toll du bist, ja, dann wird das nichts. Und die ersten Kunden finden, bis du halt dir einen Namen gemacht hast, ein Netzwerk aufgebaut hast, bis Word-of-Mouth-Marketing gut funktioniert und sagt, boah, die da drüben hat meine Hochzeit so gut fotografiert, die brauchst du unbedingt für deine. Ja. Bis dahin ist es ein langer, steiniger Weg und ein sehr aktiver Weg. Das heißt, ihr müsst aktiv rausgehen und euch Kunden suchen. Wie das geht, erkläre ich in einem nächsten YouTube-Videos, beziehungsweise diesen Samstag gibt es bei mir ein Ego-Branding-Seminar, weil dieses Thema Kunden finden, vermarkten, verpacken ist eins, an dem viele Fotografinnen und Fotografen Schwierigkeiten haben oder, sagen wir ehrlich, scheitern, weil man kann noch so gut fotografieren, wenn man keine Kunden findet, die dafür zahlen, dann kann man davon nicht leben, dann ist das halt kein Beruf, dann ist es ein schönes Hobby und das ist großartig, sowas will ich keinem streitig machen, aber wenn man vorhat, von der Fotografie zu leben, braucht man zahlende Kunden. Das heißt, Business, Marketing und alles, was da dazugehört, ist ein großer Aspekt, den ihr nicht außer Acht lassen dürft. Zu diesem Ganzen, ich vermarkte mich und ich verplane mein Business, gehört leider auch ein Businessplan. Und das ist etwas, das man als Fotograf oder in vielen kreativen Dienstleistungen oft vergisst. Man macht das, was man tut, sehr, sehr gerne. Man zeichnet gerne, man tätowiert, man fotografiert, man filmt etc. Aber es ist halt ein Business, wenn du davon leben möchtest. Und dementsprechend gehört ein Businessplan dazu. Was kostet meine Leistung? Was für Produkte habe ich? Wie viele Produkte muss ich pro Monat verkaufen, damit ich das einnehme, was ich am Ende des Jahres verdient haben möchte? Was möchte ich überhaupt am Ende des Jahres verdient haben? Das sind ganz, ganz wichtige, entscheidende Überlegungen. In jeder Firma ist das Erste, was man macht, wir machen einen Businessplan fürs nächste Jahr, projizierte Einnahmen, Ziele für Verkaufszahlen, alles, was dazugehört. Nur als Einzelunternehmen, gerade im kreativen Dienstleistungssektor, macht man das nie. Und es arbeitet sich sehr, sehr viel leichter, wenn man einen Businessplan hat. Also, bitte, 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 vergesst darauf nicht. Also, wenn ihr all das gemacht habt, ihr habt eine Kamera, ihr habt gelernt zu fotografieren, ihr habt so einen Stil gefunden, ihr habt ein Portfolio aufgebaut, ihr habt euch überlegt, was ein Businessplan, was verkauft ihr, welche Nische bedient ihr, wem verkauft ihr was, zu welchem Preis, dann seid ihr eigentlich fast bereit. Da fehlt nämlich jetzt wirklich nur noch eine letzte Kleinigkeit, und zwar ein Netzwerk. Ihr müsst Leute kennen, die eure Dienstleistung kaufen, die euch weiterempfehlen, die sagen, das ist super. Und dieses Netzwerk aufbauen ist schwierig, das dauert. Und das ist das Hauptproblem, weil man denkt, okay, ich habe jetzt meine Sachen alle abgearbeitet, ich habe mir, keine Ahnung, einen Monat Zeit genommen, um mein Business vorzubereiten, ich habe eine tolle Webseite, ich habe Branding, ich habe Visitenkarten, ich habe alles. Und dann steht man da und denkt sich, und jetzt? Und jetzt ist im schlimmsten Fall Klinken putzen, im besten Fall sein Netzwerk aktivieren und anrufen und sagen, hey du, ich bin Fotograf, hier ist mein Portfolio, ich passe perfekt zu deinem Produkt, lass uns doch einen Kaffee gehen und schauen, ob wir nicht gemeinsam irgendein Projekt umsetzen. Und diese Anlaufphase, diese Kundenrequirierungsphase, dieses Verkaufen, was es im Endeffekt ist, dauert Zeit. Das passiert nicht von heute auf morgen. Und diese Zeit vergisst man auch oft. Das sind tatsächlich 2, 3, 4, 5 Monate, bis man tatsächlich dann die ersten größeren, sinnvollen Aufträge kriegt. Weil selbst im besten Fall, ich rufe eine große Firma an, wo ich wem kenne und der sagt, ja, interessant, lass uns treffen, dann treffen wir uns nächste Woche mal, dann schaut sich der das an, dann sagt er, ja, wir planen einen Launch, das geht in 2 Monaten los, nächste Woche ist Marketing-Meeting, lass uns nochmal reden, dann vergehen noch 2 Wochen, dann ruft man mal nach, ah, vergessen im Alltag, na, der Chef ist im Urlaub, ich melde mich nächste Woche und es sind 3, 4 Monate vergangen, bis tatsächlich irgendwas passiert. Und das im besten Fall, wo Leute sagen, ja, wir wollen mit dir zusammenarbeiten und wir haben ein Projekt, wo das relevant wäre. Und man lebt ja nicht von einem, sondern du brauchst viele. Und diese Vorlaufzeit, die man halt irgendwie überbrücken muss, wenn man jetzt gesagt hat, ich habe meinen Job gekündigt und ich bin jetzt Fotograf, dann muss man halt die Zeit, bis man Geld verdient und Geld reinkommt, überbrücken. Und entweder hat man da was angespart oder man hat andere gescheite Ideen, wie man Geld hat oder einen anderen Nebenjob. Aber bitte, bitte, bitte vergisst nicht, dass es Zeit dauert vom Erstkontakt bis ich habe den Job und setze den Job um und kann eine Rechnung schicken, weil das dauert ja auch ab und zu. Weißt? Die Zusage, ja, lass uns in 3 Monaten dieses Shooting machen, ist schön, aber da kann ich ja noch keine Rechnung hinschicken, sondern erst wenn das ganze Projekt umgesetzt ist, ich die Fotos abgegeben habe, dann kriege ich das Geld. Ja? Und das darf man nicht vergessen. Also, nehmt euch Zeit, plant diese Zeit ein, fangt schon früh an mit dieser Vermarktung. Ja, ihr braucht halt zuerst das Portfolio. Also das ist immer das Allerwichtigste, weil wenn ihr nicht zeigen könnt, hey, das sind meine Bilder, das mache ich, dann ist es schwierig, aber je mehr man das einplant und je mehr man sich das überlegt und je geordnet man das Ganze angeht und nicht als Kreativer und ach, das wird schon, desto besser funktioniert das Ganze, wenn man Fotografie als Beruf betreiben möchte.
Ganz ehrlich, Fotograf werden heutzutage ist so leicht wie noch nie. Es gibt keine Meisterprüfung, das Equipment wird günstiger und besser und zugänglicher, jeder kann es, es gibt gratis Online-Courses. Es war wirklich noch nie so einfach wie heute, Fotograf zu werden. Andererseits, von der Fotografie zu leben, ist heute genauso schwierig wie vor 10 Jahren, vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren. Es ist harte Arbeit, es ist ein Job und das darf man halt nicht vergessen. Also ganz ehrlich, if it's your dream, go for it, lasst euch von niemandem zurückhalten, seid euch nur bewusst, ihr müsst hier Zeit und Arbeit investieren und falls ihr ein bisschen Hilfe braucht am Weg, ich freue mich, wie gesagt, nächstes Wochenende gibt es den Ego Branding Workshop, da gehen wir wirklich durch, wo steht ihr, wo wollt ihr hin und wie kommt man mit System dorthin. Ich begleite euch da, ich erkläre euch, wie das funktioniert. Ich verrate euch meine Fehler, damit ihr die nicht machen müsst, weil man muss nicht alles dreimal falsch machen. Es geht schneller, es geht besser, seid dabei. Und noch ein kleiner Tipp dazu. Ich habe jetzt meinen neuen Newsletter richtig aufgesetzt. Das heißt, jedes Monat kommt in eure Inbox sinnvolle Tipps, Tricks und Informationen zum Thema Fotografie und allem dazu, was dazugehört. Und als kleines Incentive, nicht vergessen, wer sich bis zum Februar-Newsletter anmeldet, also bis Ende Jänner, der hat die Möglichkeit, einen 150€ Wifi-Gutschein zu gewinnen. Das heißt, auch hier Weiterbildung, Knowledge investieren und hoffentlich bald erfolgreicher Fotograf werden. Wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Honest Monday. Lasst mir einen Kommentar da, was euch denn zurückhält am Weg zum Fotografen oder wo ihr die meisten Probleme habt. Ich freue mich, von euch zu lesen und helfe euch natürlich gern. Und wir sehen uns next week. Rock'n'Roll, baby! Was meinst du? Ich meine, das ist großartig so. Machst du mich jetzt hübsch? Weißt du, ich tue, was ich kann, aber ich kann halt auch keine Wunder bewegen. So, herzlich willkommen, Hellas Freunde, wir sind wieder da. Ist es schön? Darf ich es mir nochmal anschauen? Oder? Ja, na bitte, schau das noch einmal an. Nicht, dass dann heißt wieder... Von der Beauty. Ja, großartig. Wollen wir anfangen oder wollen wir da noch ein bisschen herumtun? Komm schon. Ja. Schneidest du das jetzt wieder? Weil ich weiß nicht, wie man das hinten rum macht. Wie, was? Ja, Popo einpacken wieder, ja. Was? Das ist eine ordentliche Sendung. Ja, genau. Ich bin eigentlich die Seele dieser Sendung. Ja? Großartig. Nächstes Work. Schrumm. Nimm. Offen. Geschlossen. Ich hoffe, man hört dich übrigens mit diesem neuen Soundsetup. Ja, wenn nicht, dann mache ich das nie wieder. Ich backe gerade Muffins. Ja, hast du dein Happy-Shirt an? Ja, sicher. Mein Sonntagsshirt, das gehört einmal gewaschen. Ist mir wurscht. Ist dir wurscht? Mir ist es nicht wurscht. Soll ich das Satz jetzt nochmal sagen? Any good man investieren. Bitte hör auf. Es ist eh wurscht, oder? Es ist egal. Jetzt ist es total egal. Ja. Schrumm. Nimm. Ich hab's vermisst. Es ist ja furchtbar. Großartig ist es, gell? Schön, dass du wieder da bist. Du bist sehr schnell heute unterwegs. Ja, ich war in Hunger. Ja, gell? Ja. Ja. Gell. Nein. Es ist Mittag, Sonntag, es ist immer, wir tun immer filmen, wenn du Hunger hast. Stimmt. Oder umgekehrt, wir filmen immer dann, wenn Mittag ist. Warum eigentlich? Vielleicht bist du wieder Pavlovsche Hund. Kamera wird eingeschaltet, hast dann Hunger. Ihr sollt mir Wasser trinken lernen. Ja, drink ja? Water, Bitches. Ja? Mhm. Hydrate. Schrumm. Nimm. Portfolio aufbauen ist also Punkt 3. 1, 2, 3, keine Ahnung. Das wird großartig. Wenn ich dabei bin, ist alles toll. Du sollst den Monitor nicht angreifen. Mein Mann ist total sensibel, was das betrifft. Da darf man nicht damit hintatschen. Meine Frau tatscht immer auf dem Monitor. Da darf ich dir das zeigen. Und das ist bei leider so teuren, farbkalibrierten, wunderschönen Monitoren von BenQ, wie ich sie habe, nicht erlaubt. Und wer hat ihn jetzt fast vom Tisch abgehört? Ich in meiner Euphorie. Aber ich darf das, weil es ist mein Monitor. Fremde tapsen nicht auf meiner, niemand tapst auf meinem Monitor. Bin nicht fremd. Keiner nennt mich Schottermitze. Lustig, hat mich wirklich noch nie wer genannt, aber that's a different story. See you next week. Rumpdi-dum.